Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Wer in seinen Projekten einmal in die Situation kommt, ein Bauelement mit dem TO3-Package zu verwenden, der wird feststellen, dass er beim DRC-Check eine Fehlermeldung erhält. Und ich möchte euch heute zeigen, woran das liegt und wie ihr das beheben könnt. Und zwar ist in der offiziell mitgelieferten Library, die TO-Packages enthält, ein Fehler beim TO3-Package. Und der scheint also beim Prüfen dieser Library mit durchgerutscht zu sein und ihr erhaltet also folgende Fehlermeldung. Und zwar, ich mache jetzt hier mal mein PCB-Layout auf und importiere einfach mal den Footprint mit der Bezeichnung TO3. Der liegt hier in der Library TO-SOT-THT, also das heißt im Package oder in der Library für die TO-Packages löten und Durchkondensierung, das heißt also hier diese Bezeichnung. Und wenn ich jetzt hier den TO3 anwähle mit Doppelklick, dann sehen wir hier dieses Bauelement. Wenn ich jetzt hier den Footprint einblende, dann wird auch jeder sicherlich jetzt sofort sehen, was sich dahinter verbirgt. Das sind also irgendwo diese großen Transistoren mit diesen beiden Verschraubungen und den beiden Pins hier in der Mitte. Und wenn wir jetzt hier dieses Bauelement uns mal so anschauen, sehen wir jetzt hier auf den ersten Blick erstmal nichts. Das fällt nicht so weiter auf. Wir sehen, dass diese Rundungen und die Geraden hier relativ gut gezeichnet sind. Aber wenn wir jetzt hier den DRC-Rule-Check laufen lassen, haben wir also hier eine Fehlermeldung. Und zwar hier verarbeite Sperrbereich von diesem Package TO3-Segment mit diesen Endpunkten kann also nicht gefunden werden. Und wenn ich das hier mit OK abklicke, dann sehen wir hier, dass der Footprint einen ungültigen Sperrbereich hat und keine geschlossene Kontur. Damit gehen wir mal auf Schließen und ich möchte euch das jetzt hier an dieser Stelle zeigen, was mit diesem Fehler gemeint ist. Und zwar gehen wir mal hier in die Kurve hinein und wenn ich hier ein bisschen hierher scrolle, hier sehen wir es, hier sehen wir hier, dass also die Leitungen an dieser Stelle hier nicht sauber übereinander liegen. Wir sehen also hier diese Überschneidungen und damit, dass diese Leitungen oder diese Zeichnungen hier nicht sauber übereinander liegen und das ist also diese Fehlermeldung, die uns hiermit angezeichnet wird oder angezeigt wird. Wie können wir das jetzt beheben? Wir gehen mal hier raus aus dem PCB-Layout. Wir verwerfen mal die Änderungen und begeben uns in den Footprint-Editor. Und wenn ich jetzt hier TO3 eingebe, TO3, dann kann ich also jetzt hier dieses Package öffnen und ich mache hier einfach mal einen Doppelklick drauf. Vorab, ich werde es jetzt hier nur unten hier in diesem Bereich zeigen, den Fehler zu beheben. Es sind aber hier an jeder Rundung, wo diese Gerade hier in die Rundung übergeht, sind hier rundherum überall die Fehler, diese Linien überschneiden sich also. Und damit erzeugt der DRC-Rule-Check die Fehlermeldung. Ja, ihr müsst also hier einmal komplett um das Bauelement herumgehen und das überall beheben, so wie ich euch das jetzt gleich zeigen werde. Bevor ihr das macht, geht ihr bitte her auf das Menü Datei und sagt hier vorher Speichern unter und sucht euch jetzt eine von euren eigenen Libraries aus, die ihr also in einem Ordner, sagen wir mal hier im Ordner KiCad unter Libs angelegt habt, eine von euren persönlichen Libraries, die sucht ihr euch jetzt hier vorher aus. Ja, ich nehme jetzt hier mal meine Tutorial-Library und ihr benennt diesen Footprint vorher hier unten um mit Unterstrich neu. Und jetzt einen Doppelklick hier drauf oder mit OK bestätigen. Und damit seht ihr jetzt hier aus diesem Package heraus haben wir diesen TO3 neu und den können wir jetzt auch abspeichern. Worum geht es bei der ganzen Geschichte? Und zwar, wer die Standardinstallation nutzt von KiCad, egal unter Windows oder Linux, da liegen diese Packages, also die mitgelieferten Packages und Footprint-Libraries, ja entweder unter dem Ordner C, Programme, irgendwas, beziehungsweise im Linux unter USR, also Unix System Resources, /share/KiCad und so weiter und so fort. Dort habt ihr in der Regel
weder bei Windows noch bei Linux Schreibrechte. Das heißt, ihr erhaltet, wenn ihr jetzt hier irgendwas ändert in diesem Footprint und wollt das dann speichern, eine Fehlermeldung, dass er nicht die entsprechenden Schreibrechte besitzt. Ja? Das heißt also, das funktioniert nicht in der Standardinstallation. Jetzt könnte man sagen, naja gut, ich habe ja Folgendes gemacht, wie in einem der Videos von mir beschrieben. Ich habe mir ja hier unter KiCad diesen GitHub-Ordner angelegt und mir diese Libraries alle und Footprints hier entsprechend in meinem Home-Ordner heruntergeladen, beziehungsweise in meinem User-Ordner von Windows. Da habe ich ja Schreibrechte, da könnte ich das ja jetzt hier direkt auch abspeichern und das würde auch funktionieren, weil ich ja Schreibrechte besitze. Aber da haben wir ein Problem, wenn wir jetzt hier mit unserem Git-Update-Skript wieder ein Update durchführen, kann es also durchaus passieren, dass also unser gespeicherter TO3-Footprint hier in dieser Library einfach überschrieben wird, weil er wieder heruntergeladen wird von GitHub. Also da ein bisschen aufpassen, deshalb empfehle ich an dieser Stelle, nehmt euch eine Library, die ihr sowieso schon habt, oder erstellt euch eine neue Library, so wie ich das jetzt hier gerade gezeigt habe, und speichert das ab unter to3-neu oder korrekt oder wie auch immer. Jedenfalls, dass ihr einen Unterschied habt, um diesen Footprint jetzt hier zu erkennen. So, dann wechseln wir mal hier in den Footprint hinein. Wir wählen jetzt hier ein möglichst kleines Raster. Ich habe jetzt hier mal 0,01 mm ausgewählt. Das ist also eigentlich so das Gängige. Und wir sehen jetzt hier, dass wenn ich jetzt also diese Linie mit der Rundung anklicke, wir also hier unseren Markierungspunkt hier oben liegen haben. Und wenn ich jetzt die Gerade, die also hier von rechts oben auf diese Rundung stößt, anklicke, sehen wir, dass also der Punkt jetzt hier von dieser Geraden nicht mit dem Punkt von der Kurve übereinstimmt. Was machen wir? Ich empfehle, nicht die Kurven zu verschieben, sondern hier die Geraden anzufassen. Also das heißt, wir haben jetzt hier unsere Gerade angeklickt, wir gehen mit dem Cursor auf diesen weißen Punkt hier, fassen den an und ziehen den jetzt Richtung unseres Punktes von der Kurve. Und wenn wir den richtig treffen, das heißt also beide Punkte von Kurve und Gerade überschneiden sich, dann sehen wir jetzt hier, wird also ein weißer Kreis hier um die ganze Sache herum gezeichnet. Und jetzt kann ich hier also die linke Maustaste wieder loslassen und damit sind beide Linien exakt korrekt übereinander gelegt. Das gleiche wiederhole ich jetzt hier nochmal mit dem F-Silk. Also wir sehen auch hier liegt der Punkt da und wenn ich hier die Gerade anfasse, liegt er hier unten und wir ziehen den jetzt hier entsprechend zurück, bis wir das hier treffen. Das ist ein bisschen frickelig teilweise. So, wenn dann der Kreis erscheint, liegen beide Linien exakt übereinander. Und ich mache es jetzt hier nochmal für FAPE, für die Fabrication, für das Fabrication Layer. So, wenn ich es getroffen habe, einfach dann ablegen. Und wir können an dieser Stelle jetzt hier unseren TO3-neu speichern. No. So, wenn er denn gespeichert ist, so, jetzt sehen wir es hier, der Stern verschwindet, ist gespeichert. Gehen wir also hier an der Rundung entlang weiter zur nächsten Seite und wir sehen dann auch hier, hat es komischerweise funktioniert, aber ich glaube hier oben, ja genau hier, sehen wir also wieder diese Fehler drin und die müssten wir jetzt hier beheben. Ich spare mir das jetzt an dieser Stelle. Das führt uns zu weit. Ihr macht das jetzt hier einmal komplett um diesen Footprint herum und speichert dabei immer schön ab und könnt damit den Fehler für den DRC-Check beseitigen. An dieser Stelle dann gleich noch ein Hinweis. Wer also jetzt noch Altbestände hat aus DDR-Zeiten, das heißt also vor 1990 aus dem Ostblock. Hier ist folgendes Problem und zwar sehen wir jetzt hier, ich gehe mal auf dieses Pad für diese beiden Anschlusspins. Wenn ich das jetzt hier mal markiere und mit der Taste E drauf gehe, dann sehen wir hier eine Lochgröße von 1,3 mm. In der DDR oder aus DDR-Material haben wir hier einen größeren Loch- oder Pin-Durchmesser. Das heißt also, in der DDR bzw. Schrägstrich ehemaliger Ostblock ist ein größerer
Pin-Durchmesser benutzt wurden. Und da sollte man durchaus mal auf 1,5 mm Lochgröße gehen und vielleicht dann hier auch die Padgröße mal auf 3,2 mm ändern, um hier genügend Lötfläche zu schaffen. Und das kann man an dieser Stelle dann auch gleich mit für diese, ich mache hier mal mit OK, bestätige ich das mal, dann hier für diesen Pin 2 bzw. auch hier für den Pin 1 entsprechend ändern. Das heißt, hat man ein neueres Bauteil aus westlicher Produktion, passt der 1,3 mm Durchmesserpin hier definitiv durch und ich habe genügend Lötfläche und kann das auch hier diese 0,1-0,2 mm auch überbrücken mit Lötzinn. Und sollte ich also irgendwo mal ein Produkt oder ein Bauelement aus älterer Produktion und DDR-Produktion, Ostblock etc. haben, wo also größere Pins verwendet wurden, die passen dann hier auch und ich kann die auch entsprechend sauber verarbeiten. Ja, wer also da Altbestände hat, wie gesagt 1,4 oder 1,5 mm im Zweifel mal mit der Schiebelehre nachmessen und hier an dieser Stelle dann auch gleich die Pins mit anpassen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Damit könnt ihr auch hier mal so eine Fehlermeldung schön elegant umgehen und korrigieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim KiCad und tschüss bis zum nächsten Mal.